Nun gab es ja auch ganz konkreten Unterricht, ideologischen Unterricht würde man heute sagen. War der beliebt? Nein. Also ich persönlich, also jetzt kann ich mir von der Zeit erzählen, wo ich nun schon diesen Unterricht geben musste. Also ich hatte ungefähr 120 Mädchen gehörten nominell in meiner Gruppe. Und wenn ich Glück hatte, waren vielleicht 30 da. Die anderen wurden entschuldigt. Und ich konnte immer wieder feststellen, wenn dieser Unterricht angesagt war, wo man bis zum Umfallen wieder die Gliederung der Partei auswendig lernen musste, die den ganzen Lebenslauf von Adolf Hitler erzählen musste, dann fehlten viele. Aber im Anbetracht dessen, dass es wenig Ablenkung gab und ich habe einen lustigen Heimabend angesagt, wo wir dann Gesellschaftsspiele machten, also eine Art Kindergeburtstag im Großen, dann war das Haus voll. Also der war nicht sehr beliebt und ich muss sagen, es war auch sehr öde. Denn ich kann sich heute diese ganzen Sachen, die kann ich heute noch abspulen, weil ich sie so oft gehört bekommen habe und weitergeben musste, dass sie mir heute noch geläufig sind. Wie wurde Ihnen der Unterrichtsstoff vermittelt? Hatten Sie da Bücher, nach denen Sie vorgehen mussten? Ja, man hatte gewisse Vorschriften. Also als ich selbst noch Jungmädel war oder nur eine kleine Schaftführerin war, wurde ich ja damit angeödet. Und später habe ich das dann weitergemacht. Man hatte ja schon ein Grundwissen, das man weitergab, aber man hatte dann auch, es gab Blätter, die uns dann zur Verfügung standen, nachdem wir diese Unterrichtsstunden gestalten mussten. Da hatten wir Vorgaben. Ne? War da auch etwas dabei, was im Jargon der Zeit damals so zum Thema Rassenlehre gehörte? Natürlich auch, ja. Aber diese Rassenlehre und diese verqueren Ansichten, die habe ich eigentlich mehr in Biologie in der Schule bekommen, die heute ja total unsinnig waren, wenn ich sie jetzt vergleiche. Aber damals, das ging eigentlich schon zu sehr ins Wissenschaftliche, da waren wir denn wohl auch ein bisschen überfordert. Ne? Sie haben in Ihrem Brief geschrieben, beziehungsweise am Telefon erzählt, dass dort auch bei der Präsentation von Beispielen einmal Sie selber herhalten mussten. Ja. Ja, wie war das? Erzählen das Sie war mir. Aber allerdings in der Schule, nicht im BDM. Ja, da wurden dann die vier großen Menschengruppen eingeteilt, ostische, nordische, dinarische. Und da fehlte noch eine, jetzt weiß ich nicht mehr. Und dann wurde ich immer als die typische Vertreterin der nordischen Rasse, ich war groß, blond, blauäugig, wurde ich dann immer in der Schule vorgestellt und meine ganzen Vorfahren stammen von beiden Seiten, alle aus dem Osten. Aber ich traute mich das dann nicht zu sagen, weil die Ostischen also sehr schlecht beurteilt wurden. Das waren also schon Minderwertige, also dazu wollte ich nicht gehören. Alles, was ich heute sage, ich meine das alles wertfrei, meine Frage, ja, ja, nicht? Deshalb jetzt, nehmen das Kinder, junge Mädchen wie Sie dann im Grunde genommen kritiklos hin, wenn einem dann beigebracht wird, also es gibt Menschen, die sind besser als andere Menschen, einfach durch ihre Herkunft. Also die Arischen sind besser als die Semitischen. Das hat man hingenommen und hat gesagt, na, wird so sein. Ja, ich glaube, man hat es hingenommen, weil man ja damals in Schule und in anderen Einrichtungen ja gar nicht gezweifelt hat, die Kompetenz von Lehrern oder von Büchern oder überhaupt, dass die Zeitung mal nicht die Wahrheit schreiben würde, das haben wir uns gar nicht zugetraut, das in Frage zu stellen. Also ich glaube, das haben wir so hingenommen, denn ich denke nur an die Mendelschen Gesetze, in denen uns damals erzählt wurden, alle Mischlinge haben nur die negativen Seiten von beiden Menschengruppen in sich vereinigt. Und das habe ich damals so hinnehmen müssen. Die Lehrer haben es so gesagt und man hat es geglaubt. Aber jetzt weiß ich natürlich, dass das schon von Anfang an immer wieder eine Beeinflussung war. Aber damals habe ich es nicht gesehen.